Was? Olli hat mit einem Typen rumgemacht? Lisa, gut, dass ich dich hier noch treffe. Ich wollte dir sagen, dass es mir total leid tut, was da oben gerade passiert ist. Du kannst doch nichts dafür. Doch, ich habe dir gesagt, du sollst an Olli dranbleiben. Ich wusste ja nicht, dass der... Du konntest nicht wissen, dass er auf Männer steht. Ich hätte das auch nie im Leben gedacht. Naja, ziehen wir noch um die Häuser. Lass uns doch durch so einen Olli nicht in den Arm versauen. Nee, lass mal. Ich habe echt genug für heute. Ich ruf dich an, ja? Soll ich dir was zu trinken machen? Nein, danke. Entschuldigung. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Schön, dass du dich hier auch mal blicken lässt. Olli ist schwul. Lisa und ich haben ihn oben erwischt, wie er mit seinem Fitnesstrainer rumgeknutscht hat. Bei uns war er auf dem Sofa. Wieso regst du dich so auf? Dann ist Olli eben schwul, na und? Meinetwegen. Aber dann hätte er uns das vorher sagen müssen. Dann hätten wir wenigstens gewusst, woran wir sind. Also ich finde, mit einem Typen auf einem Sofa rumzuknutschen, ist jetzt nicht die ausgefeilte Geheimstrategie. Und überhaupt, seit wann bist du so spießig unterwegs? Coco, ich bin überhaupt nicht spießig. Es geht mir um Lisa. Hätte er ihr sofort gesagt, dass er auf Männer steht, dann hätte sie sich keine Hoffnung gemacht. Parmesan und Bio-Eier. Tun's normale Eier nicht auch? Die armen Viecher in Legebatterien. Stell dir mal vor, du wirst als Huhn wiedergeboren. Okay, Bio-Eier. Bio-Eier. Klopapier ist auch alle. Klopapier. Komm, ich massiere dich nochmal durch. Du nicht jetzt, ist okay. Doch, jetzt mach dich mal locker. Wow, sieht ja aus, als hättest du richtig Ahnung. Einer der Passagiere, so ein russischer Ex-Bulle, hat mir's Massieren beigebracht. Rein medizinische Massagen natürlich, ne? Kann ich die Aussage verweigern? Wenn Coco das unbedingt wissen will, keine Chance. Seit wann bin ich neugierig? Sorry, ich wollte dich nicht ausfragen. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob du mich auch mal massierst. Logo? Ich war vorhin übrigens bei Lisa und habe mich entschuldigt. Und? Die hatte überhaupt kein Problem mit der Situation. Wirklich? Ja, die war total locker. Im Gegensatz zu dir. Zieh mal das Hemd aus, durch den Stoff geht das nicht richtig. Du, ist wirklich nicht nötig. Mit der Schulter ist schon viel besser. Wir müssen jetzt auch los. Was ist? Kommst du? Ach hey, guck mal, da ist Jana. Legst du schon mal das Tiefkühlzeugs auf Eis? Ich geh mal Hallo sagen. Yes, ma'am. Hey, Jana. Zum Japaner. Lieber ein Steak. Dann bekommst du eben Kobe-Rinds. Sind das diese super teuren Kühe, die zu Tode massiert werden? Mhm. Ja, wohin wollt ihr denn jetzt? Steakhouse. Schade, Coco und ich wollten eigentlich kochen. Wir haben super frische Thunfischfilets. Okay. Ich frage Oliver, ob er Hunger hat. Oliver, wir bleiben doch hier. Willst du was mitessen? Was gibt's denn? Immer noch deine Schulter. Soll ich dich noch mal massieren? Nee, nee. Nicht nötig. Alles bestens. Danke. Cool. Dann können wir morgen ja wieder in die Muckibude. Ach, du, Muckibude ist echt nicht mein Ding. Ich stehe eher so auf Outdoor-Sport. Na ehrlich. Ich stelle doch nicht das Studio. Du willst nicht mehr mit mir zum Sport. Hast du noch so einen Scheiß? Na komm, du kannst ruhig zugeben. Du hast doch gestern auch nicht wegen Lisa so einen Aufriss gemacht. Du stellst dich so an, weil du ein Problem damit hast, dass ich auf Männer stehe. Wahrscheinlich hat Christian einfach noch nie mit Schwulen zu tun gehabt, so wie er sich anstellt. Sag mal, kennst du außer Olli andere Schwule? Fängst du jetzt auch noch an? Ich frag ja nur. Zumindest war ich noch mit keinem im Bett. Also in der DJ-Szene, da laufen einige davon rum. Die meisten sind echt okay. Coco, dagegen sag ich doch auch gar nichts. Kannst du mir mal bitte sagen, was ihr mir alle unterstellt? Nichts? Aber du hast vorhin schon ziemlich komisch reagiert, als Olli dich massieren wollte. Und wieso sagst du ihm, deine Schulter sei wieder okay? Sie ist es doch auch. Zumindest fast. Und wenn, was interessiert das so ein Olli?
Ich versuche dir nur klarzumachen, wieso Olli denkt, du hättest was gegen ihn. Mein Coco, der hat sie doch auch nicht alle. Der macht hier auf unserem Sofa mit irgendeinem Schwarzenegger-Verschnitt rum. Und wenn ich dann dagegen was sage, dann bin ich hier gleich der Schwulenhasser. Also als Lars und Susanne frisch verliebt waren, da haben sie die Wohnung hier auch tagelang blockiert. Ja, Lars ist auch nicht zu Gast hier. Und drüben in der WG? Wie oft hast du versucht, mich auf der Couch im Wohnzimmer rumzukriegen, hm? Und das mehr als nur einmal. Coco, ihr habt sie nicht alle. Du wurdest vermisst. Oh, im Fitnessstudio? Ja. Von so einem süßen Boy, der sich in deinen Knackarsch verguckt hat. Lass mich raten, Olli hat sich schön über mich ausgelassen, ne? Richtig. Und? Stimmt das? Hast du was gegen Schwule? Gregor, ich kann dieses Wort schwul langsam nicht mehr hören. Und nein, es stimmt nicht. Gut. Sonst hätten wir beide nämlich ein Problem miteinander. Wieso das denn? Naja, in meiner wilden Zeit habe ich auch nicht immer zwischen Männlein und Weiblein unterschieden. Das ist jetzt ein Witz, oder? Nee, ist so, echt. Ja, das kann echt nett sein mit so einem Kerl. Irgendwie hat man einen viel direkteren Draht zueinander. Längst nicht so kompliziert wie mit Frauen. Was? Mhm. Und Sex. Was ganz anderes. Kannst du dir sicher vorstellen? Es reicht. Du kannst deine Lieblingsstellung für dich behalten. Ist ja widerlich. Christian, das war ein Witz. Du hast mich verarscht. Ja, und du bist drauf reingefallen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass Olli mit seiner Vermutung nicht ganz falsch liegt. Du lässt echt nicht locker, hm? Ist toll, wie mein Bruder und meine Freundin zu mir halten. Gregor, ist doch wahr. Ich bin hier der große Schwulenhasser, ne? Ja. Aber wie dreistig Olli bei uns breit macht und wie er auf Lisas Gefühlen rumtrampelt, das interessiert hier keinen Schwanz. Bleib mal locker, Christian. Ich unterstelle dir überhaupt nichts. Ach, wirklich? Ich glaube vielmehr, dass zwischen dir und Olli was furchtbar schiefgelaufen ist. Mag sein, dass er überempfindlich ist, aber das bist du ja auch. Haben wir gerade eben gesehen. Was auch immer zwischen euch da läuft, ihr müsst das regeln. Wäre doch albern, so gut wie ihr euch zwischendurch verstanden habt. Hi. Hi. Da kommen wir ja genau richtig. Setzt euch. Ist genug da. Aber ich habe keine Lust auf Zickenkrieg. Ja, schon kapiert. Du... Wegen heute Nachmittag, ich war da wohl ein bisschen drüber. Sorry. Auch wenn es vielleicht anders aussah, ich habe echt nichts gegen dich, okay? Okay, vergessen wir die Sache. Und wenn du das nächste Mal keinen Bock auf Massage hast, dann sagst du es einfach. Na, da wäre das doch vom Tisch. So, wir zum Anstoßen. Ja. Yeah. Eins. Zwei. Drei. Gregor sehr sauer. Sauer? Er wollte mich überraschen und ich hab's nicht gemerkt. Tja, wer so hart übt wie du? Christian. Du, ich bin dir auf jeden Fall dankbar. Ich brauchte seine Schicht nicht übernehmen. Er hat sich extra freigenommen? Naja, so ein 10-Gänge-Menü hättet ihr nicht vor der Abendschicht geschafft. Sag mal, habe ich irgendwie ein Jubiläum verpasst? Lass mich kurz überlegen. Also ihr seid definitiv noch kein Jahr zusammen. Also, Aber ist das mit dem Beziehungskalender nicht eigentlich Frauensache? Komm schon, er verzeiht dir doch eh alles. Hoffentlich.